Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen Fortnite XP Glitch zeigen. Dafür müsst ihr einmal rüber zu den Inselcodes gehen, dann einmal diesen Code hier eingeben, den ihr jetzt im Video sehen werdet. Dann einfach auf privates Match einstellen und das Match einmal starten. Und zwar werden wir uns jetzt so kleine XP-Boots holen. Wir gehen einmal hier in die Mitte unter der Plattform. Da werdet ihr so ein verstecktes XP-Zeichen sehen. Als nächstes seht ihr da hinten, da steht einmal Sky Style. Dort müsst ihr hin, einmal die Landschaft wechseln. Und ja, als nächstes begeben wir uns einfach zu den beiden Häusern darüber. So, wir gehen einfach durch die Tür. Dann seht ihr dort die Tanzfläche. Neben der Tanzfläche links einmal die Treppe hoch. Dann einmal da oben drauf springen. Und hinten in der Ecke werdet ihr auch dann noch ein Secret XP Zeichen sehen. Und dann werdet ihr jetzt sehen, jetzt bekommen wir noch mehr EP, plus 8000, plus 9000, plus 10.000. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes gehen wir wieder runter zu der Tanzfläche, gehen dann rechts da neben der Tanzfläche auf die Treppen, springen da einmal rüber und hinter den Boxen werden wir noch ein verstecktes XP-Zeichen sehen. Jetzt sind wir schon bei plus 20.000, plus 23.000. Ja, wir begeben uns jetzt wieder zu dem Haus drüben hin. Direkt vorne am Eingang werdet ihr diese Holzkörbe sehen. Einfach da auf die Körbe draufspringen, auch auf die nächsten Körbe draufspringen. Dann drehen wir uns einmal um und oben in der Luft werdet ihr auch noch ein verstecktes XP-Zeichen sehen. Jetzt sind wir schon bei plus 36.000, plus 37.000, plus 38.000. Ist auf jeden Fall perfekt. So, als nächstes gehen wir dann zu dem mittleren Haus hier vorne hin. Gehen dann einmal links die Treppen hoch, dann nochmal links die Treppen hoch. Dort müsst ihr dann einmal die Tür suchen, wo links vor der Tür die roten Blumen sind, wie jetzt bei mir der Fall ist. Links stehen die roten Blumen, wir gehen einmal durch die Tür durch, drehen uns einmal um, die Treppen hochlaufen und dort suchen wir uns jetzt die zwei Kisten, wo die Teddybären sind. Und dort hinter den Kisten werdet ihr auch noch ein verstecktes XP-Zeichen sehen. So, wir begeben uns wieder zu dem hinteren Haus hinten hin. Gehen dann auch wieder vorne zu der Tanzfläche. Einfach dort in die Mitte zwischen den beiden Boxen. Und dort werdet ihr jetzt auch noch ein verstecktes XP-Zeichen sehen. Ja, ihr könnt ja mal noch rumgucken, ob ihr noch andere Verstecke findet und den Job könnt ihr auch AFK machen. Das heißt, wenn ihr euch da jetzt diese Boosts euch eingesammelt habt, dann könnt ihr jetzt auch den Glitch AFK weiter durchlaufen lassen. Und Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.